herzlich willkommen zu einem sehr besonderen Vlog. Und zwar bin ich 2 Tage in Paris unterwegs bei den Paralympischen Spielen. Ihr seht den Eiffelturm hinter mir, das Wahrzeichen der Stadt. Aber es soll gar nicht so sehr um die Stadt gehen, sondern vor allem um die Sportarten, die ich hier besuche, um die ganzen geilen Athleten und Athletinnen, die hier alle wirklich herausragende Leistungen vollbringen. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, vorab, es lohnt sich auf jeden Fall, extrem besonderes Ereignis, wenn hier die Paralympischen mal in Europa quasi schon fast vor meiner Haustür sind. Also lohnt sich definitiv und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und würde mich freuen, wenn ihr natürlich schon mal ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal lasst. Wir sind ja mit Road to 100.000 Follower hier bei YouTube. Let's go. Dankeschön. So, guten Morgen aus Paris, Dardilet. Ich hatte ja mal ein paar Jahre Französisch in der Schule, was davon noch übrig ist, wird sich zeigen. Das wird, glaube ich, witzig. So sieht's hier aus. Gehen jetzt zum Hotel und dann erster Stop heute Roland Garros Tennis. Ist ganz cool, freue mich drauf. Auf jeden Fall schon ein das Lossehen der Stadt. Bisschen kälter wie bei uns, ehrlicherweise. Aber ja, wir machen uns auf den Weg. Let's go. So, auch in Paris darf bei mir der Espresso nicht fehlen. Schönes Stück Kuchen dazu. Gerade leider noch kein Croissant gefunden, das kommt aber auch mal noch. Ich glaube, so kann man reinstarten. Und jetzt probiere ich den mal, gebe ich dem Ganzen hier mal einen Test, wie der hier schmeckt, Freunde. Wenn ihr meinen Espresso bzw. meinen Kaffee mal noch probieren wollt, ich verlinke ihn euch unter dem Video. Dann würde ich sagen, lass es mir jetzt schmecken. So, kurzer Taste-Test. Unser erster Stopp jetzt beim Tennis. Da findet jetzt gleich das Gold-Medal-Match der Frauen statt, Rollstuhltennis. Seht ihr auch, hier kann ich theoretisch auch einmal zum Schläger greifen. Also Gold-Medal-Match der Frauen und dann noch das Gold-Medal-Match Männer-Doppel hier auf dem Center-Court. Philipp Chatrier, Riesending. Ist ja echt schon richtig viel los. Bin mal gespannt, wie jetzt die Stimmung drin ist. Sandplatzkönig Rafael Nadal hat hier schon den ein oder anderen Titel gewonnen. Hat hier eine eigene Statue bekommen, auch nicht schlecht. So Freunde, wir haben hier das Frauenfinale. Und zwar eine Niederländerin gegen Yu Kami aus Japan. Platz 1 gegen Platz 2 der Welt. Also absolutes Top-Match. Hier die Niederländerin, da die Japanerin, das sind absolut Hightech-Rollstühle. Fast so wie ich. Und die sind so schnell unterwegs. Aufschlagfehler hier jetzt. Zweiter Aufschlag. Gucken wir mal, was die Dame macht. Ihr habt jetzt gerade die langen Ballwechsel gesehen. Und falls ihr euch wundert, die einzige Besonderheit beim Rollstuhltennis ist, dass der Ball zweimal aufspringen darf und dann immer noch geschlagen werden darf. Aber ansonsten ist das wirklich geiles Niveau, lange Ballwechsel und ein sehr, sehr erster aussichtlicher Satz. Jetzt sind wir im dritten Satz, steht 3-2 für die Japanerin. Das ist krass ausgeglichen, steht ganz schön lang. Wir haben ein bisschen Zeitdruck. Wir eigentlich geht es später ja ins Stadion zum Leichtathletik. Wollten dazwischen noch einen kurzen Stopp machen.
beim deutschen Haus ein bisschen was essen, trinken. Auch Challenge hier, dass der ganze Tag der Abruf vom Handy durchhält, wenn wir hier mehrere Sportler machen. Aber ja, das nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch mit. Schauen mal, welche Gold gewinnt. Und die Rückhand von der Japanerin ist echt, die ist astrein. Das ist sehr, sehr krasser Ball, das die hier spielt. So, jetzt angekommen im deutschen Haus, House of Friends. Geht's nach oben. Schauen wir mal, was hier alles ja, so geworden ist. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und jetzt geht's hier rein. Erste Antwort. So. Hier ist abends auch immer die Medaillenfeier quasi von den deutschen Athleten. Läuft gerade Sitzvolleyball, Essen, Trinken hier. Und was echt cool ist, die haben das in ein Rugby-Stadion gebaut. Ist direkt neben Paar de Prinz, also wo PSG geht, spielt, schauen wir vielleicht später auch mal noch vorbei. Ich würde sagen, so hier Team Deutschland. Ja, geil aus. Auch voll viele Plätze, riesig. Wie gesagt, normalerweise ein Rugby-Stadion. Und wichtig ist, fürs deutsche Haus gehört, gibt es natürlich auch die Schwarzwälder Fürstpforte. Fühlt man sich direkt daheim. Donauwelle, alles klar. So, sollte ich irgendwann mal noch eine Medaille bei den Paralympics gewinnen, dann wird man hier geehrt. Ist mega cool. Bin mal gespannt, was hier heute Abend los ist. Ich hoffe, es gibt die eine oder andere deutsche Medaille. Die Sitzvolleyballer kämpfen gerade um Bronze. Legen leider 5-10 im entscheidenden fünften Satz hinten. Ist aber ehrlich, es ist auch mega cool. Auch offiziell im Team Deutschland. Und eigentlich ist gerade in Paris ultra viel Stau. Wir würden auf jeden Fall zu spät kommen. Außer man hat natürlich hier ein privates Shuttle. Wenn man nämlich ein privates Shuttle hat, fährt man immer auf der Fastline. Und dann kommen wir jetzt auch noch ganz rechtzeitig zu Leichtathletics ins Stade de France. Angekommen am Stade de France. Hier finden jetzt die Leichtathletik-Wettkämpfe statt. Ich habe selber noch keine Ahnung, was uns da jetzt erwartet, was für Wettkämpfe heute stattfinden. Hier normalerweise auch die französische Nationalmannschaft, die man einsetzt, also der Mann hier, Kylian Mbappé. Mal gucken, was hier heute geht. Bin gespannt. Riesenstadion auf jeden Fall. Hat aber alles super geklappt. Also, top. So, wir sind jetzt da. Seht ihr ja schon mal die Rennbahn, die Rollbahn, besser gesagt, für die Tatanbahn. Verschiedene Wettkämpfe heute. Hier ist noch eine Kleinigkeit, Essen, Trinken. Ist auf jeden Fall alles mega cool los. Werde ich auf jeden Fall immer an die Paralympics hier
erinnert, wenn euch das Video gefällt bis hierhin, lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und kommentiert dann mit eurer Lieblingsnummer. Werwolf geht später ab, Freunde, mit einem Arm auf Crazy. Ein Arm und Werwolf. Die Force bei Nacht jetzt auch live mal gesehen. Wirklich krasse Leistung von den Athletinnen und Athleten. Ganz unterschiedliche Behinderungen, teilweise auch Kugelstoßen aus dem Rollstuhl heraus. Blinde Läuferinnen, krasse Zeiten. Direkt vor uns haben wir den Weitsprung gesehen. Also wirklich komplett unterschiedliche Sachen. Dieses Erlebnis war ehrlicherweise auch mein erster Besuch von so einem Leichtathletik. Wettkampf kann man auf jeden Fall mal machen und jetzt noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen. Mal schauen, vielleicht sehen wir sogar noch mit ein bisschen Glück den Medaillenwurf im Deutschen Haus. Und ansonsten würde ich sagen, war ein geiler erster Tag in Paris. Nehmen wir euch noch ein bisschen mit am Abend und dann erstmal in die Nacht raus rein. So, sind wir im Deutschen Haus wieder, gibt noch mega leckeres Essen, auch voll viel los, auch voll viele Athleten da, mit denen ich die Interviews gedreht habe, also echt mega cool, da hinten läuft noch Fußball. Feierabendbier. Mal schauen, was der Abend noch so bringt. So kommst du nicht raus aus der Nummer. Und du schaust in viele glückliche Gesichter, die du glücklich gemacht hast. Und ich glaube, du musst dich erstmal bedanken bei einigen. Guten Morgen aus Paris. Wie kann ein Tag besser starten, wie mit einem leckeren Frühstück? Und hier gibt es sogar eine Maracuja. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, ob ihr sowas feiert. Ich finde es mega lecker, erinnert mich auch ein bisschen an meinen Costa Rica-Urlaub tatsächlich. Lasst mir jetzt schmecken. Schmattofatz, wenn ich es hinbekomme. Ein bisschen zumindest. Lecker. Ja, natürlich. Espresso doch ein Film. Guter Start in den Tag. Heute ein bisschen in die City, in die Stadt. Und dann auch natürlich wieder zu den paralympischen Wettkämpfen. Das ist ein cooler Tag. Freue mich drauf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Stopp. So, weil ich in der Schule ja Land Französisch hatte, weiß ich natürlich jetzt auch, wo wir jetzt sind. Hier auf dem Champs-Élysées. Ich kenne es ehrlicherweise hauptsächlich von der Tour de France. Fahren sie hier immer mit talschnellen Geschwindigkeiten. Hier der Arc de Triomphe jetzt im Hintergrund. Einiges los. Dann seht ihr jetzt auf der anderen Seite noch den Place de la Concorde. Dann ganz wichtig jetzt: Wir haben noch kein Ticket für das Trois Palais zum Fechten, aber es ist eine mega geile Location. Da schauen wir jetzt mal, drückt uns die Daumen, dass es klappt. Und wir da jetzt reinkommen. So, hier seht ihr jetzt quasi das Stadion direkt am Eiffelturm. Hier wird Blinkenfußball gespielt. Bei Olympia war hier das Beachvolleyballfeld. Es ist halt auch mega, mega cool. Es gäbe hier neben den ganzen Sachen, die ich schon besuchen darf, auf jeden Fall noch weitere Möglichkeiten. Also es ist echt wirklich mega. Deutschland jetzt dran, Freunde, Deutschland dran. Geil, geiles Spiel, wirklich geil. Der Typ ist total, Nummer 12 bei Tanada.
Deutschland gewinnt Bronze hier beim Spielplatz 3 Meter Geist. Jawohl! Medardell. Deutschland! Oh. Mesdames et messieurs, remportons la médaille de bronze à ces Jeux de Paris Paralympiques 2024. Basketball war Medardell. Die deutsche Mannschaft hat die Bronzemedaille gewonnen. Es war wirklich überragend. Geile Stimmung. Auch zum Anschauen. Richtig cooler Sport. Schau eh dann Basketball. Also wirklich mega leisten. Das kann man wirklich, kann ich absolut weiterempfehlen, das mal zu machen. Jetzt sind wir hier ein bisschen außerhalb gefahren. Hier ist die große Schwimmarena. Da schauen wir jetzt noch eine Stunde Schwimmen an. Es war ein bisschen schwierig hierher zu kommen, gebe ich zu. Keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind. Irgendwie Bandenviertel. Gerade hier fast ausländisch gefunden. Aber jetzt geht es hier noch ein bisschen schwimmen. Und dann, ja, letzter Stopp für die Paralympics. Wir haben es gefunden. Paris. La Défense Arena. Also wenn ich nochmal nach Paris komme, die großen Arenen und Stadien, die kenne ich jetzt auf jeden Fall. Was geht denn hier jetzt ab beim Schwimmen? Freunde, wie groß ist bitte diese Halle? Es ist völlig Wahnsinn. Wahnsinn, echt Wahnsinn. Wunder Meter Brust. Männer. Paris, zwei Tage sind vorbei. Für mich geht es jetzt wieder nach Hause. Hier FC 25 steht vor der Tür, wird wieder gegrindet. Aber an der Stelle auch ein fettes Dankeschön an die Telekom, die mir das hier ermöglicht hat, die mir auch ermöglicht hat, in den verschiedenen Folgen mit den Athleten und Athletinnen zu sprechen, die ich jetzt hier auch wieder teilweise treffen durfte. Es war wirklich herausragend und auch definitiv, ja, diese Atmosphäre war definitiv die Anerkennung, die Sportler auf jeden Fall verdient haben. Das waren echt klasse Leistungen. Ich hoffe, dass ihr auch, dass ihr ein bisschen Liebe da lasst für den Parasport und definitiv auch einfach, ja, Respekt zoll vor den Leistungen. Es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Es wird jederzeit wieder machen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir das dann ein Follow da und ein Like. Und damit bin ich raus. Ciao, ciao.